Heute ist er ein staubiger Wüstenplanet und hat Wasser nur noch in Form von Eis. Wie kann das geschehen und droht die Erde ähnliches? Ich glaube, dieser entwickelten Verhalten von Vorsicht Zeit der Mars ist deswegen zum Wüstenplaneten geworden, weil er eine sehr viel geringere Masse und deswegen auch eine geringere Anziehungskraft hat. Auf Mars kann deswegen die Atmosphäre leichter in den Weltraum entweichen. Das wird auch von der Sicherheit erweitert. Insofern kann man sagen, da ist keine Parallelität. Trotzdem kann der Mars erkennen, wie sich das Klima auf der Erde bringt. Klimaentwicklungen auf anderen Planeten zeigen, wie sich Klimasysteme insgesamt entwickeln. Die Astronautinnen und Astronauten wollen auch den genauen Aufbau des Mars erforschen, wo auch die feste Oberfläche besteht, wie dick sie ist und ob darunter ein flüssiger oder fester Kern liegt. Die Umgebung, die Menschen auf dem Mars vorfinden, ist extrem ungemütlich. Sie würden sehr kalte Temperaturen vorfinden. Es kann auf dem Mars jederzeit weit unter Null Grad sein. Das ist extrem trocken. Dann wäre der Mars sehr staubig. Man müsste also vor Corona dürfen sehr klein, weil der Staub nicht überall andere. Ganz wichtig, der Mars ist Ausstrahlung ziemlich direkt ausgesetzt. Für den Schutz vor Strahlung wäre also auf jeden Fall eine ganz wichtige Maßnahme, damit die Astronauten dort überhaupt eine Aussicht auf die längere Zeit des Überlebens hätten. So oder so wird das Leben auf dem Mars für die ersten Menschen eine Strapaze. Die einzige Hausung ist die Landekapsel. Rumlaufen geht nur in extrem sicheren Schutzanzügen und alles Lebensmittel, die der ist, sollte man gegen alle Schwierigkeiten der Verkürzung des Mars mit solchen Robotern überlassen. Der Mensch ist nun mal so viel flexibler und schneller, dass er geschaffen wird. Er würde also proben, wenn er würde. Die Menschheit könnte insgesamt sehr viel mehr machen. Außerdem wäre es in jedem Fall ein enormer Prestigeerfolg, die ersten Menschen zum Mars zu bringen. Und der menschliche Entdeckergeist zeigt uns. Ex-Astronaut Thomas Reiter. Die Vorstellung war, mit eigenen Füßen auf der Oberfläche eines Raumkörpers zu stehen, das ist faszinierend. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Wann ist es soweit? Ich werde es erkennen. Außerdem USA, Russland und China ist auf fester Schätzung Macht im Spiel. Und mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX gewohnt, dass er die 2020er Jahre genannte Marktsiege ankündigt.